Ich will mich ganz ehrlich nicht auf das Level runterbegeben, wo Ralf sich so begibt im Moment. Von daher, ja, kann er gern seine Meinung haben. Sie will es mit allen Mitteln in die Formel 1 schaffen. Sophia Flörsch. Die 23-Jährige aus Grünwald bei München hat das große Ziel, die Königsklasse, immer vor Augen gehabt. Aber wie tickt sie eigentlich? Was macht sie aus? Und wie will sie sowas ganz Mondänes wie die Superlizenzpunkte erreichen? Diese 40 magischen Punkte, die es braucht, um überhaupt die Startberechtigung für die Formel 1 zu bekommen. Beim Alpine Season Opener vor einiger Zeit durfte ich mit ihr sprechen und habe ihr da so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Jetzt muss ich natürlich die doch sehr naive Frage stellen, aber ich hoffe, du verzeihst sie mir. Wenn du hier dieses Cockpit siehst, es kitzelt doch schon, da einzusteigen. Also, wann sehen wir dich in der Formel 1? Ja, kitzelt definitiv. Vor allem ist es halt auch wirklich ein echtes, oh, das recht, richtige, echte Rennauto, ja. Und kein Showcar, was jetzt, sage ich mal, auch was Spezielles ist. Von daher kitzelt mich es auf jeden Fall. Jetzt mal schauen, vielleicht stehen dieses Jahr schon die ein oder anderen Testtage an im Formel 1 Auto. Ist auf jeden Fall irgendwie geplant, dieses oder nächstes Jahr. Und wie gesagt, das große Ziel ist ja, die Formel 1 mit Alpine zu erreichen in den nächsten 3-4 Jahren. Von daher, ja, ich hoffe dann in ein paar Jahren hier zu stehen, eben auch in einem Rennanzug als ja, Formel-1-Fahrer dann in dem Fall. Für die Formel 1 braucht es die Superlizenz und eben auch Superlizenzpunkte. Die fehlen ja aktuell noch. Ja. Wie willst du mittelfristig die Superlizenzpunkte für die Formel 1 erreichen? Also was sind die Pläne, um dann die nächsten Schritte zu gehen für diese 40 Punkte, die es braucht? Ja. Naja, also im Grunde ist es ja schon so, dass ich dieses Jahr wieder Formel 3 fahren werde mit von Amersfoort und das Ziel da natürlich ist, sage ich mal, auf jeden Fall deutlich weiter vorne rauszukommen in der Meisterschaft als letztes Jahr. Es geht auf jeden Fall darum, konstant Punkte einzufahren, Podiumsplätze zu kämpfen und eben einfach zu zeigen, was wir können, also von Amersfoort und auch ich. Und dann ist das Ziel Formel 2 die nächsten Jahre so und das planst du, da planst du immer 2 Jahre ein. Und mit Formel 3 und Formel 2 sollte man das dann schon zusammenbekommen. Abgesehen davon gibt es ja über Formel 1-Tests etc. ja auch noch viele andere Möglichkeiten, um dann diese Punkte zu sammeln. Ich glaube, das Thema ist dann wirklich eher, ob ein Formel 1-Hersteller bzw. Alpine eben bereit ist, dann eben diesen Schritt zu machen oder nicht. Werfen wir doch an dieser Stelle gemeinsam einen Blick zurück auf die Motorsportkarriere von Sophia Flörsch bis zum jetzigen Zeitpunkt. 2005 startete sie im Kart, 2016 dann der Wechsel in die Formelrennserie, Formel 4, Deutsche Meisterschaft. Das war ihre erste Station. 2018 aber hätte nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr Leben jäh enden können, als sie beim Formel 3 Weltfinale in Macau den Crash hatte, der um die Welt ging. Beim Start fuhr sie Jehan Daruvala hinten drauf mit voller Geschwindigkeit, wurde hochkatapultiert und knallte in ein Fotografenpodest. Sie konnte von Glück sprechen, dass es nur Wirbelbrüche waren, die sie erlitt, keine Lähmung, und sie überlebte diesen Crash. Sie hatte einen steinigen, harten Weg zurück, den sie aber mit ihrer eisernen Disziplin und ihrem Willen, den Weg in die Königsklasse zu schaffen, dann auch erreicht hat. 2019 in der Formula Regional European Championship ging sie dann wieder an den Start und dafür erhielt sie 2020 sogar den Laureus World Sports Award für das Comeback des Jahres. Dann folgte ein kleiner Abstecher in die Langstrecke. Von 2020 bis 2022 ging sie unter anderem für das Richard Mille Racing Team von Signatec an den Start. Und auch bei den 24 Stunden von Le Mans war sie mehrfach aktiv und hat da richtig gut performt, aber dazu später mehr. 2021 hatte sie ein kurzes Intermezzo in der DTM für Abt und ab 2023 dann wieder zurück zur Formel 3. Zurück zum großen Ziel Formel 1. Für PRM Racing ging sie 2023 an den Start und sammelte dort in Belgien zum ersten Mal Punkte. Die erste Frau, die in der Formel 3 Meisterschaft Punkte sammeln konnte, das war Sophia Flörsch. Nachdem sie in Österreich noch disqualifiziert wurde, gab es nun in Belgien die große Freude. 2024 der Wechsel zu Van Amersfoort. Ein Rennstall, bei dem schon viele große Namen ihre Karriere starten durften, zum Beispiel Jos und Max Verstappen, aber auch Charles Leclerc, Mick Schumacher und Olli Berman fingen da mal an zu fahren und haben den Weg in die Formel 1 dann auch geschafft. Ah, wenn es nach unserem Formel 1-Experten Ralf Schumacher geht, da wird das bei Sophia Flörsch ein bisschen schwer. Der hält nicht wirklich viel von den Zukunftsaussichten der Grünwälderin, aber sie stellt sich dieser Kritik und äußert auch Kritik, und zwar an der F1 Academy. Sie hält nämlich rein gar nichts davon, dass Frauen in eine eigene Rennserie abgeschoben werden. Ralf Schumacher sagte mal über dich, ich zitiere, Sophia Flörsch, das kann man ja nicht wirklich mehr ernst nehmen. Ich muss sagen, sie ist sicherlich die beste Frau, die wir derzeit im deutschen Motorsport haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber natürlich reicht das einfach nicht für den professionellen Formelsport. Ja. Hat er recht? Nee, hat er nicht. Aber ich will mich ganz ehrlich nicht auf das Level runterbegeben, wo Ralf sich so begibt im Moment. Von daher,
ja, kann er gerne seine Meinung haben. Kannst du die Kritik generell daran verstehen? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann super gut mit Kritik umgehen und habe das auch, glaube ich, von klein auf auch einfach gelernt. Ich glaube, ganz ehrlich, aus Kritik lernt man und aus Fehlern lernt man. Aber ich bin auch da sehr realistisch und offen und ja, was Ralf Schumacher sagt. Ja, ich glaube, die Meinung über Deutschland bzw. über den ganzen Motorsport ist offenkundig, wie der Herr manchmal so denkt. Okay. Du warst oft sehr kritisch über die W-Series und hast das auch sehr deutlich gemacht. Ja. Jetzt hat man ja ein paar Veränderungen bekannt gegeben. Also es gibt ja Superlizenzpunkte auch für das Gewinn der der F1 Academy in dem Fall. Es gibt aber auch diese Zwei-Jahres-Regel. Du darfst nur 2 Jahre dort fahren, damit die Durchmischung weiter funktionieren kann. Würdest du das jetzt heute so ein bisschen weicher sehen, die Kritik an einer solchen Serie? Nee, würde ich überhaupt nicht. Also W-Series hat genauso auch damals schon Superlizenzpunkte bekommen. Aber ja, also ich meine, ich rede immer ungern über Serien, die ich nicht selber fahre. Ich glaube, ich habe da oft genug gesagt, dass ich einfach kein Fan von Geschlechtertrennung bin in einem Sport, wo es nicht notwendig ist. Verstehe ich nicht. In der Uni studierst du auch zusammen, weil es möglich ist. Warum muss man dann im Motorsport das trennen? Es gibt ja auch keine Rennserie, die nur für Jungs gemacht ist, um Talente zu fördern. Abgesehen davon, ich kann jetzt 100 Millionen Gründe aufzählen, wieso es für mich sportlich gesehen einfach keinen Sinn macht. Es gibt 15-jährige Mädels, die gegen 24-jährige Mädels fahren. Kannst du vom Level her null vergleichen und ja, also ich meine, nach dieser Serie kommen ja auch noch ein paar Serien danach, wo du sehr viel Geld brauchst und dann ist erstmal die Frage, ob du dieses Geld hast und zur Verfügung gestellt bekommst oder eben nicht. Es ist ja nicht damit getan, dass du die F1 Academy gewinnst, sondern da kommen noch Formel Regional, Formel 3, Formel 2, wo du auch nochmal rund 12 Millionen oder mehr brauchst und das ist, glaube ich, eher die Frage und die Notwendigkeit, die wir als Frauen brauchen heutzutage und wo wir Mädels Unterstützung brauchen, um eben das finanzieren zu können, weil daran scheitert es einfach. Aber warum ist es so schwer, Sponsoren zu finden? Weil ich stelle mir das so vor, wir haben ja auch mal in einem Podcast mit Matt Bishop drüber geredet, der jahrelang bei Aston Martin die Presse gemacht hat, der auch gesagt hat, für ein Team, für einen Sponsor ist es doch super attraktiv, auch eine Frau zu fördern und zu sagen, okay, eine, die Talent hat, jetzt nicht nur fördern des Förderns willen, weil das bringt dann auch nichts. Aber wenn die wirklich was drauf hat, dann auch dementsprechend was dazu zu tun und zu helfen. Ja, also ich meine, deswegen bin ich ja auch so happy, wirklich Part von Alpine zu sein, weil ich halt wirklich weiß, dass die mit mir zusammenarbeiten, weil sie wissen, was ich kann auf der Rennstrecke und alles, was dazugehört, was heutzutage auch extrem wichtig ist, ist halt dann nochmal ein großer Pluspunkt dabei. Aber das Wichtigste, es geht immer um Leistung und Performance bei uns im Sport. Und dieses Pinkwashing, was in der Vergangenheit passiert ist bei uns im Sport, was Frauen angeht und auch in der Zukunft, denke ich mal, weiterhin passieren wird, ist ein bisschen traurig, weil viele Frauen, glaube ich, dahingehend auch ausgenutzt werden. Ja. Und Sponsoren zu finden heutzutage, Deutschland gesehen, ist einfach das Automobil das Problem. Ich meine, Leute kleben sich bei uns auf die Straße. Es gibt wenig Firmen, die dann wirklich noch große Budgets für Motorsport freigeben. Und ansonsten, es ändert sich viel. Die Formel 1 erhält einen Riesenboom weltweit. Und mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Wie schon vorhin angedeutet, hatte Sophia Flörsch schon mehrfach zu den 24 Stunden von Le Mans geschafft. 3-mal hat sie bislang teilgenommen und dabei richtig gut performt. 2020 mit dem Richard Mille Racing Team, gemeinsam mit Beitzke Visser und Tatjana Calderon, hat sie in der LMP2-Klasse den 9. Rang belegt und in der Gesamtwertung den 13. Rang. 2021 ist sie leider ausgeschieden mit ihrem Team, aber 2022 ging sie nochmal an den Start, dann mit Algarve Pro Racing und hat den 25. Platz im Gesamtklassement belegt. Das klingt doch eigentlich so, dass das doch eine wunderbare Alternative zur Formel 1 wäre, wenn man irgendwann den Moment hat, dass man sich eingestehen muss, das wird schwer mit der Superlizenz und mit den Teams, die einen haben wollen. Wie wäre es denn also mit der Langstrecke, Sophia? Jetzt steht da ja ein Langstreckenauto. Ja. Vor einigen Jahren, finde ich, hast du eine sehr, sehr gute Leistung bei den 24 Stunden von Le Mans, aber auch generell in der Langstrecke gezeigt, auch mit dem Richard Mille-Team. Ja. Das fand ich wirklich gut. Ja. Irgendwann wird der Tag vielleicht kommen, dass man sagt, okay, das war ein schöner Traum, dieses Auto zu fahren. Ja. Aber dieses Auto ist doch eigentlich auch ganz schön. Also bist du auch offen zu sagen, irgendwann, das muss ja nicht jetzt sein, nicht nächstes Jahr sein, und nee, also ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann wieder nach Le Mans zurück will, weil es einfach das Rennen ist und ich da so ein bisschen unfinished business habe. Das letzte Le Mans, das ich gefahren bin, hätte eigentlich ein Sieg sein sollen. Aber Motorsport, es passiert immer Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Nee, aber jetzt ist, wie gesagt, erstmal der volle Fokus auf den Formelsport. Und mit Alpine hat man da ja, glaube ich, auch einen richtigen Partnerhersteller, der eben auch beide
Weltmeisterschaften, 4 Weltmeisterschaften fährt und eben jetzt auch im Hypercar antritt. Und lustigerweise muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich in die Akademie reingerutscht bin, dadurch, dass ich damals für Signatec bei Richard Mille gefahren bin, weil die eben das Team damals betrieben haben. Und so schließt sich der Kreis da wieder. Welcher Kreis schließt sich also am Ende? Schließt sich der Kreis mit dem Wunsch, mit dem Ziel, Formel 1 zu fahren, oder schließt sich der Kreis mit der Langstrecke? Wir sind sehr gespannt darauf, welchen Karriereweg Sophia Flörsch weitergehen wird. Und ich möchte gerne eure Meinung lesen in die Kommentare. Hat Sophia das Zeug, in die Formel 1 zu kommen? Oder würdet ihr auch denken, Langstrecke, das wäre doch eher was für sie? Schreibt es gerne rein, würde mich sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und haut auf die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video mehr. Und ja, wie wäre es eigentlich direkt mit dem nächsten? Jetzt anklicken.